Kennst du das auch? Du kannst keine Tasse anheben, du kannst keine Flasche zudrehen, weil dein Ellbogen so schmerzt. Beschwerden am äußeren Ellbogen ist heute das Thema in unserem YouTube-Kanal. Und oftmals wird das als Tennisellbogen bezeichnet. 2% der Bevölkerung leiden laut Studien unter diesem Tennisellbogen. Wir möchten etwas näher auf die Beschwerden eingehen und möchten dich mitnehmen und therapeutische Möglichkeiten zeigen, wie du mit diesem Tennisellbogen umgehen kannst. Wenn bei bestimmten Bewegungen oder sogar in Ruhe der äußere Ellenbogen schmerzt, dann kann es sich um den sogenannten Tennisellbogen handeln. Diese Erkrankung ist eigentlich eine Sehnenüberreizung durch länger andauernde Überbelastung in dem Bereich, oftmals auch am Handgelenk oder über Bewegung des Armes provoziert. Diese Erkrankung, die am Oberarmknochen an dem Sehnenansatz angesiedelt ist, kann den Alltag deutlich beeinflussen und deswegen ist sie auch so unangenehm. Wir möchten ins Detail gehen und möchten die Fragen klären, wie entsteht ein Tennisellbogen, was für Symptome gibt es beim sogenannten Tennisellbogen, dass du es besser erkennen kannst, vielleicht auch was für Abgrenzungen sind zum Golferellbogen vorhanden und was für therapeutische Möglichkeiten haben wir in der osteopathischen Praxis, aber welche gibt es auch für dich zu Hause? Wie entsteht der Tennisellbogen? Der Tennisellbogen, sogenannte Epicondylitis humeri lateralis, entsteht bei stetiger Überbelastung in dem Bereich. Welche Muskulatur oder Sehnenansätze sind betroffen bei dieser Entzündung? Deswegen Epicondylitis, die Entzündung am Ellbogen. Es ist die Streckseite, nämlich die Streckmuskulatur, die sozusagen vom Ellenbogen bis zur Hand und in die Finger reicht, die dort die Überlastungssymptome zeigen. Aufgrund dessen kann eine Entzündung natürlich vonstatten gehen, die die Bewegung, das Greifen, die Bewegung des Handgelenkes, aber auch die Ellenbogenbewegung deutlich einschränkt. Anfänglich kommt es beim Tennisellbogen erstmal nur zu einer Überspannung, einem sogenannten Hypertonus der Muskulatur. Das kann sein, dass es merklich für dich am Ellenbogengelenk ist, manchmal aber auch nur eine leichte Verkrampfung deutlich ist, die du sozusagen herausbewegen kannst. Besteht dieser Hypertonus weiter, dann kann es sein, dass Mikroläsionen gesetzt werden und die Sehne deswegen in der Entzündung reagiert und Entzündungssymptome auch liefert. Hinzu kommt, dass natürlich bei dieser Entzündung die Durchblutung eingeschränkt ist und weil lokal dieser Entzündungsvorgang vonstatten geht, auch der Lymphfluss etwas blockiert ist. Eine größere Raumforderung besteht und du bekommst dann eigentlich erst die Probleme des sogenannten Tennisellbogens. Der Tennisellbogen ist allerdings kein Phänomen, was nur durch sportliche Aktivität ausgelöst werden kann. Es sind gerade die Alltagsbewegungen, die uns dann einschränken, wie zum Beispiel schweres Heben, monotone Arbeit am PC über die Maus, Dreh-Schraubbewegungen im Beruf oder andere Sachen, die wirklich wie zum Beispiel Klavierspielen eher einseitige Bewegungen sind, die sich immer wieder wiederholen. Woran erkennst du einen Tennisellbogen? Häufig ist der Schmerz punktuell an der Außenseite des Ellenbogens. Wenn man dann mit den Fingern draufdrückt, ist es vom leichten Schmerz bis zu extremem Schmerz alles möglich. Obwohl es oft lokal begrenzt ist, kann auch da der Schmerz bis zur Hand ausstrahlen. Ich habe aber auch in der Praxis schon Fälle gehabt, wo der Schmerz wirklich hoch Richtung Schulter gezogen ist. Häufig besteht auch in Nachtruhe ein Schmerz. Und man kann es auch immer überprüfen, indem man zum Beispiel den Arm einmal ausstreckt, die Hand ausgestreckt hält und oben an den Fingern einen Widerstand gibt und dann einmal dagegen hoch anspannt, also versucht die Finger nach oben zu strecken und oft provoziert genau das den exakten Schmerz. Neben dieser Druckempfindlichkeit kann man manchmal auch eine ganz leichte Schwellung im Ellenbogenbereich erkennen, was auch ein Zeichen für die Entzündung ist. Da es ja meistens durch eine einseitig monotone Tätigkeit hervorgerufen wird, sind gerade diese Tätigkeiten natürlich nochmal schmerzauslösend, aber eigentlich alles, was Richtung Greifen oder Heben geht mit dem Arm, macht dann massive Probleme. Sowas wie eine Flasche aufschrauben oder eine Schere bedienen, das ist meistens, was dann sehr viel Lebensqualität kostet im Alltag. Als Abgrenzung zum sogenannten Golferellenbogen. Dort ist im Grunde eine ähnliche Schmerzsymptomatik da, nur dass es jetzt an der Innenseite des Ellenbogens ist und die Beugemuskulatur betroffen ist und nicht die Streckmuskulatur. Jetzt ist natürlich die allerwichtigste Frage, wenn du einen Tennisellbogen hast, was kannst du dagegen tun? Das Allerwichtigste ist natürlich erstmal das Unterlassen der Tätigkeit, die dazu geführt hat. Also wenn du zum Beispiel ein PC-Arbeiter bist, da kannst du zum Beispiel schauen, dass du entweder die Zeit am PC reduzierst. Wenn das Bedienen der Maus problematisch ist, gibt es mittlerweile auch vertikal gestellte Mäuse, die halt nicht
diesen Tennisellbogen weiter provozieren. Da kannst du gerne nochmal in die Recherche gehen. Weiterhin ist es natürlich gut, irgendwelche sportlichen Betätigungen, die diese Region reizen könnten, auch zu unterlassen. Das heißt aber nicht, dass Bewegung partout schlecht ist. Wir haben zum Beispiel auch schon mal ein Video gezeigt mit Mobilisierungstechniken und Dehnungstechniken für das Handgelenk, den Unterarm und Ellenbogen. Das kannst du dir hier noch einmal anschauen. Die Dehnung solltest du möglichst mindestens einmal am Tag machen und circa 30 bis 60 Sekunden halten. Das kann man natürlich auch sehr schön, sage ich mal, im Büro zum Beispiel machen. Das muss nicht immer zu Hause sein, aber es ist wirklich wichtig, dass du da am Ball bleibst. Da es sich ja um einen entzündlichen Prozess handelt, ist es auch eine gute Maßnahme, mit Kälte zu arbeiten. Das können kühle Umschläge sein. Ich empfehle da gerne zum Beispiel einfach ein Küchentuch mit ganz kaltem Wasser, ja, einfach nass zu machen und das um die betroffene Stelle zu wickeln, dass einfach durch diese nasse Kälte auch nochmal eine Tiefenwirkung möglich ist. Du kannst natürlich auch kurzfristig mit einem Eispack arbeiten, aber das ist erstmal so für die Akutphase, um den Schmerz zu lindern und um die Entzündung etwas im Zaume zu halten. Außerdem sieht man dann auch sehr häufig, dass gerne so Orthesen oder Bandagen auch gekauft oder verordnet werden. Das kannst du natürlich ausprobieren, um einfach den betroffenen Bereich zu entlasten und zu schonen. In der Praxis benutzen wir zum Beispiel auch ganz gerne einfach eine Kinesiotape-Anlage, weil man einfach da noch ein bisschen mehr Flexibilität hat und trotzdem einfach diesen stabilisierenden Effekt. Weiterhin kannst du natürlich auch über Akupunktur versuchen, eine Veränderung der Situation zu erreichen oder auch über homöopathische Mittel. Da finde ich, ist immer Silicea das Mittel der Wahl. Ich empfehle das gerne in der Dosierung D12 als Globuli und da würdest du stündlich 5 Kügelchen nehmen. Das ist erstmal so die Standardtherapie der homöopathischen Variante. Dann empfehlen wir auch sehr gerne Wobenzym Plus, welches auch einen entzündungshemmenden Effekt hat, aber kein Schmerzmittel ist. Und ansonsten kannst du auch noch mal probieren, über die Caps Move von Ringana zu arbeiten. Da ist hochkonzentrierter Kurkuma-Extrakt drin und Weihrauchextrakt, welche ebenfalls eine entzündungshemmende Wirkung entfalten sollen. Den Link zu unseren Shops findest du in unserer Videobeschreibung. Dann haben wir auch nochmal einige osteopathische Techniken aus dem Alltag für dich bereitgestellt, was auch sehr, sehr häufig ein Problem ist bei Schmerzen im Ellenbogen- oder Unterarmbereich, ist die sogenannte Membrana interossea. Das ist eine Art bindegewebige Membran, die den Ellen- und Speichenknochen verbindet, quasi also zwischen beiden Knochen verläuft. Und auch diese Membran kann verspannen. Und da zeigen wir dir jetzt einmal zwei Behandlungsmöglichkeiten. Die erste Variante, da fasse ich immer gerne eher weiter zum Handgelenk, nehme mit beiden Händen die Knochen gut in die Hand, dass ich einen guten Kontakt habe. Die erste Bewegung, die ich immer mache, ist eine leichte Traktion. Das heißt, ich ziehe beide Knochen ganz leicht nach außen auseinander und halte das dort. Da kann es schon manchmal sein, dass das Gewebe anfängt von alleine zu arbeiten. Das wäre dann auch eine indirekte Technik. Das heißt, du kannst dieser Bewegung einfach folgen und schaust, dass das Gewebe von alleine einen neuen Gleichgewichtspunkt findet. Du kannst aber auch nochmal die verschiedenen Bewegungsrichtungen testen. Ich übertreibe die Bewegung jetzt einmal. In Wirklichkeit sieht die viel kleiner aus, die Bewegung. Das heißt, du kannst einmal diese Ebene testen, das ist wie eine Art Verfringung in beide Richtungen. Dann einmal ein Verschieben gegeneinander. Ein Knochen geht hoch, einer geht runter. Und dann auch einmal in diese Richtung. Und da kannst du auch feststellen, dass gewisse Richtungen nicht so gut gehen. Und dann hast du die Möglichkeit, entweder an die Grenze zu gehen und das Gewebe dort zu halten und wartest, bis das Gewebe von der Spannung etwas nachlässt, das Gewebe schmilzt. Oder aber du kannst auch alle eingeschränkten Bewegungsrichtungen erst stapeln, sammeln und dann dort warten. Oder aber du gehst in die Richtung der Leichtigkeit. Das ist dann wieder eine Art indirekte Technik. Dann gibt es auch nochmal ein Schnellverfahren,
wo man auch nochmal wirklich das ganze Gewebe dieser Membrana interossea behandeln kann. Und zwar geht man da kräftig mit ganz viel Druck mit seinem Daumen durch das Gewebe und löst dadurch mögliche Verklebung. Ich mache das immer gerne so. Man muss sich dabei vorstellen, dass in dieser sogenannten Pronationsstellung Elle und Speiche jetzt überkreuzt sind. In der Supinationsstellung liegen sie parallel nebeneinander. Das heißt, es ist etwas günstiger für die Technik, das in dieser Position zu machen. Das heißt, ich bleibe in dieser Supination, bringe dann den Arm in eine leichte Beugung. Ich kann mir vorher schon mal den Kontakt suchen, suche mir den Zwischenraum zwischen beiden Knochen, gehe mit meinem Daumen dann in die Tiefe und durch ein ganz langsames Herunterstreichen mit viel Druck kann ich dann die Membran entspannen. Ich spiele ganz gerne dabei so ein bisschen hier mit dem Handgelenk des Patienten, um einfach auch da den besten Weg zu finden. Manchmal muss man da einfach ein bisschen suchen, bis man merkt, aha, da komme ich etwas besser mit meinem Daumen durch. Und das machst du wirklich bis hoch zum Ellenbogengelenk, bis zum Radiuskopf. Da merkt man dann ganz oft, dass es für den Patienten viel unangenehmer wird. Es kann sehr schmerzhaft dann sein, gerade hier zum Ellenbogen hin, wenn das entzündet ist. Genau, die Technik macht man nur einmal. Ja, jetzt hast du eine ganze Menge über den Tennisellbogen erfahren. Falls dir das Video gefallen hat, klicke bitte auf Gefällt mir und abonniere auch unseren Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Wir liefern jede Woche wertvolle Inhalte aus dem Bereich der ganzheitlichen Gesundheit und du kannst damit unsere Arbeit unterstützen. Dann interessiert uns natürlich, hast du auch schon mal einen Tennisellbogen gehabt? Wie lange hat es gedauert, bis die Beschwerden besser wurden? Und vor allem, was hast du unternommen? Also schreibe gerne einen Kommentar und hilf auch damit der Community, andere Tipps zu finden. Hast du Freunde, Familie oder Bekannte, die auch aktuell einen Tennisellbogen haben? Dann empfehle gerne dieses Video weiter und gib ihnen damit die Möglichkeit, auch unsere Tipps umzusetzen.